Samstagmorgen in Saint-Tropez. Der lang ersehnte Tag ist endlich da. Nesthäkchen Shania feiert heute ihren 6. Geburtstag. Doch das geht im Trubel der Partyvorbereitungen fast ein bisschen unter. Wäre dann nicht der Vater des Hausherrn, der liebe, gute Opa Reinhold aus Kölle. Gebasse. Hast du heute Geburtstag? Ja? Und? Was sagst du? Wartest du auf deine Freunde aus der Schule? Ja? Au, oh, dem Opa seine lange Nase. Was machst du damit? Was machst du mit dem Opa? Aufschneiden? Nee, die Haare kannst du dem Opa schneiden, aber nicht die langen Nase. So, Leute. Also, ihr wisst ja, warum ihr heute hier seid, ne? Ja, ist ein Kindergeburtstag. Also, ja, ihr müsst mir schon alle helfen. Ne? Wir haben das ja schon mal gemacht, Carmen. Also, wir zwei sind ein Team. Ja, Junge. Ne? Wir zwei, ne? Wir geben alles, ich so wie immer. Ich verlasse mich auf euch. Also, so eine Geburtstagsfeier ist wahnsinnig stressig. Das muss man sagen. Es fängt mit dem Einkaufen an, mit der Organisation, mit der Deko. Also, das ist schon wahnsinnig viel Stress. Aber auch ein schöner Stress. Gibt Gas und dann haben wir gleich Spaß. Alles klar? Okay, so machen wir das. Ein paar Stunden später wird das Wetter zur Spaßbremse und das an der sonst so sonnengeküssten Côte d'Azur. Da muss Fred, der Chef des Party-Services, für gute Laune sorgen. Fred, everything okay? It's perfect. It's perfect, ne? Cool. Ja. Hier in Monaco ist das so ein bisschen Challenge, dass die Eltern irgendwo für die Kinder extravagante Geburtstage feiern und damit auch selber ihre Freunde einladen. Und dafür haben wir Crazy Fred. Aber mit dem Wetter haben wir ja mehr oder weniger, glaube ich, Glück. Ne? Wenn ich da so runter gucke, da ist alles blau. Hier auch. Ja, das ist eben Saint-Tropez. Ich habe Angst, dass es regnet. Ums Personal kann ich mich nicht kümmern. Ihr guckt, dass hier die Leute am Arbeiten bleiben. Nein, es ist Sommer. Ja, Sommer, guck mal, die Sonne scheint doch, Carmen. Und trotzdem kann es regnen. Ja, wir passen, wir haben das, wir sind ein Team hier, wir zwei haben das doch schon immer gemacht. Ne? Und du hilfst immer auch, oder? Na, guck, dann alle Leute am Arbeiten sind, ja. Wir haben so circa 15 Leute, die für uns arbeiten an dem Tag. Plus Fred, der ja eigentlich mit, kommt jetzt aufs Wetter an, 4 bis 6 Leuten da ist. Wir haben eine große Hüpfburg da, wir haben einen Zauberer. Am Start, am Ende kommt am Schluss noch ein richtiger Entertainer. Also die Kinder werden mit Sicherheit sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, wann kommen die Leute? 1, 2. Und wann kommt der ganze Personal hier? Peu à peu weise, immer so im Stundentakt. Okay. Noch 2 Stunden, dann kommen die ersten Gäste. Während unter Hochdruck vorbereitet wird, entlädt sich die Anspannung vor dem großen Fest bei Hund Maddox auf. Naja, ganz spezielle Art und Weise. Komm mal her. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hä? Das musst du jetzt machen, Freundchen. Maddox hat natürlich auch immer gute Dinger drauf. Ne? Der pisst dann genau zu der Zeit, wenn man es gar nicht gebrauchen kann, auf dem Kissen. Da hätte ich ihn an die Wand nageln können. Da hat der Hund drauf gepinkelt, Shania. Da hast du drauf gepinkelt? Wo hast du hingepinkelt? Hä? Wo hast du hingepinkelt? Ob vom Hund bepinkelt oder Natura, Robert findet die Dekokissen per se beschissen. Einige davon sind nämlich eingerissen. Hier, das Kissen können wir schon mal aussortieren. Hier, weg. They're all broken, Fred. Wuff, wuff, wir mangen, ne? Da meinst du, wenn die Kinder damit spielen und sitzen da drauf, wie der Garten aussieht? Das sieht nicht aus, als wenn du den Kids wirklich schneidet. Die kaputten Dinger gehen überhaupt nicht, weil ich weiß ganz genau, dass dieses Geflusele bis Weihnachten hier im Garten rum ist. Und das kriegt ein Gärtner hinterher nie mehr sauber. Pass auf, der soll dir einfach da hinten in die Ecke schön und auf jede Decke eins, was einigermaßen ganz ist. Und der Rest soll er nähen. Hier, das ist zum Beispiel ganz hier. So, das ist ganz und ganz kann hier bleiben. Ja, okay. Und kaputt geht weg. Ja, guck mal hier, was das ist. Das ist ja viel unangenehmer hier. Hört mal, was ist das für eine Scheiße hier? Guck mal hier, die muss weg. Da treten die ganzen Kinder durch. Du wolltest so eine Schaufel holen. Oder soll der Opa alleine gehen? Alleine. Alleine, alleine heißt das. Alleine. Der Opa holt die Schöp selber. Siehst du, bis die Kinder soweit sind, geht das auch nicht. Sehr bald ist der Hundehaufen das kleinste Problem. Das Wetter wird schlechter und schlechter. Der Himmel ist grau und es fängt an zu regnen. War die ganze Mühe umsonst? Was ist? Nein. Nein. Oh, Mama Mia. Das sagt er mir nicht, ne? Man will der Tochter so eine schöne Überraschung machen, aber da hatte ich schon wahnsinnig viel Angst, dass das alles ins Wasser fällt. Weil in erster Linie war die Überraschung ja für Shania gedacht. Und als dann schon die ersten 3 Tropfen kamen, da kamen auch meine Tropfen aus den Augen.
Ich hätte heulen können. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja, Regenparty. Wir müssen ein paar Regenschirme kaufen. Ja, als es anfing zu regnen, habe ich gedacht, und scheiße. Ich sag, warum muss jetzt von da oben tatsächlich Wasser runterkommen? Weil da braucht ja jetzt im Moment kein Mensch. Keine Zeit, um Trübsal zu blasen. Bald stehen die ersten der 200 Gäste vor der Tür. Dann tu mir mal einen Gefallen, schmeiß schon mal den Herd an. Wo die Lämmer reinkommen, das Schweigen der Lämmer. Ich denke, dass das Besondere tatsächlich ist, dass der alte Geist dann selber kocht. Das ist mal das erste Besondere. Ja, das Schöne an der Kinderparty ist halt eben, dass wir Erwachsenen auch was davon haben. Wir laden auch unsere Bekannten und Freunde ein. Genau, so können wir nämlich eine Party feiern. Getarnt. Mhm. Eine Tarnparty für Erwachsene. Ja, unter dem Motto Kindergeburtstag. Richtig. Oh, ich hab bei dem Gefühl. Nein! Du hast aber Glück, ja. Da steht. Gib schnell was zu sehen. Ja. Oh. Ja, nö, ich hab doch noch Psyk. Es soll ja nichts passieren. Ist alles unter Kontrolle. Glück gehabt! Glück gehabt! Eine Stunde vor dem Party-Startschuss lässt der Wettergott dann doch noch Gnade walten. Ja, die größte Sorge vom Kindergeburtstag war logischerweise heute das Wetter. Aber im Moment hat Petrus Nachsicht. In Saint-Tropez scheint eben meistens die Sonne. Ne? Findet ihr die Hüpfbusch gut? Oder ist das, ne? C'est bon? Hör mal, ich meine, es gäbe heute keine Hüpfburg. Die Mama hat doch gesagt, heute dieses Jahr keine Hüpfburg. Die hat doch. Na ja, ich wollte eigentlich ja keine Hüpfburg haben. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Ja, aber die Kinder sagen, du möchtest keine Hüpfburg haben, aber du möchtest. Ihr seid ja auch bald zu groß für die Hüpfburg, ne? Man sieht, es kostet Geld. Wenn ich das so vergleiche, in unseren Kindergeburtstag gegenüber anderen, da geben wir dann schon mal ein bisschen mehr Geld aus. Das kann durchaus schon mal ein Kleinwagen sein. Viel Geld geht auch für die Helfer drauf. Und damit niemand das Familiensilber mitgehen lässt, tricksen die Geissens mit Hilfe technischer Raffinesse. So, läuft alles. Wer ist das denn hier? Ist das alles anders? Dann muss da einer sein, oder was macht er? Er säuft sich nur ein. Echt? Ja, weiß ich nicht. Guck doch. Steht da, kraut sich der Haare. Ein Kamerasystem bei einem Grundstück von mehr als 7000 Quadratmeter braucht man auch, weil man kann ja nicht in jede Ecke gucken. Außerdem kann man das Personal beobachten, ob da nicht die Mutter von unserem Hausmeister am Pool liegt und schwimmt. Oder auf Deutsch gesagt, in dem Pool pinkelt. Hier läuft gerade einer in den Pooltechnikraum. Hier, der Vater läuft gerade am Pool vorbei. Mit den Leuten immer direkt unter Kontrolle. Die sollte jetzt langsam mal ihr Pföppchen da hochkriegen. Jetzt hat sie es abgestellt. Kam du nicht gucken, weiterarbeiten. Ich sehe alles hier. Dank der Kameras haben Robert und Reinhold jetzt auch gesehen, dass der Dönerspieß immer noch auf seinen Einsatz wartet. Vater und Sohn machen den Helfern Feuer unterm Hintern. Hör mal, wo sind die ganzen Leute? Die sollen alle mal herkommen. Hier, die Döner. Wer nimmt den? Wer kann damit umgehen? Du bist doch Fleischmann. Denk an, du bist der Döner. Der Dicke nach unten, ne? Beim letzten Mal haben wir natürlich falsch gemacht. Ich glaube, der dicke Teil kam nach unten, ne? Richtig? Nee, nach oben. Nee, beim Dönermann nach oben. Döner ist umgekehrt, okay, ja? Genau so. Ihr wisst das. Ihr kennt das mit dem Döner. Okay, also ihr müsst euch alle hier jetzt richtig am Riemen reißen, denn ihr wisst ja, der Robert ist schwer nervös. Und wieso bin ich denn schwer nervös? Was ist denn mit dir? Logischerweise ist der Vater in dem Moment sehr, sehr wichtig, um dem Personal auch noch mal einen gewissen Tritt zu verpassen, damit am Ende alles reibungslos funktioniert. Oben dick, unten dünn und dann zack, zack, ne? Hier, amigos. Und wieder nicht hier, hey, hänge nicht der steht hier nicht hier. Also ran an die Buletten, vielmehr an den Döner. Brauchst du meine Kettensäge, um das Papier abzumachen? Soll ich die Kettensäge holen? Nein, Kettensäge. Ne? Brauchst du nicht, ja. Eine Viertelstunde lang werken zig Angestellte am Döner, doch es tut sich nichts. Der Spieß hat den Geist aufgegeben. Und das kurz bevor die Feierfreudigen einlaufen. Ach du Schande. Ich glaube es nicht. Also das Problem war ja dann auch noch dieser Dönerspieß. Also da hätte ich natürlich durch die Luft gehen können. Da hätte ich normalerweise eine HB rauchen müssen, um wieder runterzukommen. Da habt ihr vergangenes Jahr auch Probleme mit gehabt. Und hinterher da hatten wir den noch gar nicht. Ja, dann war der im Mai. Im Mai habt ihr auf jeden Fall schon Probleme gehabt damit. Aber Leute, ich sag euch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Für ein Ding. Wir stehen hier wie in Dubai. Da stehen auch immer 6 Mann um eine Sache rum. Einer ist am Schaufel und alle 6 gucken, wie der schaufelt. Während die Mission Dönerspieß zu scheitern scheint, verspricht sich Opa Reinhold mehr Erfolg bei einem anderen Projekt.
der Erziehung von Terrier-Mischling Maddox. Na, ob das gelingt? Ah, Freundchen, du, nicht Pipi an Baum, ne? Ist ja klar? Nicht Pipi an Baum, du, ne? Ja, ja, nicht Pipi am Baum, Freundchen. Ne? Ah, der Döner läuft. Ich glaube es nicht, Jammer. Was? Ach, Leute, wie habt ihr das denn geschafft? War ein bisschen verstopft, haben wir bloß ein bisschen mit der Zange gedreht und dann ging das. Echt? Ja. Ach, super. Weil das ist echt ein Highlight auf der Party. Die Leute werdet ihr sehen, wie der Döner hier weggeht. Der geht weg wie warme Semmeln. Boah, ich muss mal gucken, wie viel Uhr es überhaupt ist. Weil die ersten Gäste kommen in einer Stunde. Ich muss Gas geben. Für grobe Arbeiten hat Carmen jetzt keine Zeit mehr. Jetzt folgt der Feinschliff vor dem Spiegel. Bei einer Party unter dem Motto Avatar benötigt man schließlich etwas mehr Zeit im Bad. Ja, die Farbe ist gut. Das ist auch wie Avatar. Pass auf, wir nehmen die Farbe. Wir müssen den nehmen erstmal. Pass auf. Schatz, deine Gäste kommen schon. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich bin immer gleich bis heute Abend. Ist doch gar nicht wahr. Die kommen jetzt. Die ist doch noch zu früh, in einer halben Stunde. Jetzt zu wach. Ach, Shana, ich möchte mit dir ja gar nicht diskutieren. Ha? Carmen duldet keinen Zickenterror von ihrer Jüngsten und greift hart durch. Das Geburtstagskind kommt in Einzelhaft. So, bleib hier und wenn du fertig bist, kommst du. Aber ich bin fertig. Nee, du bist nicht lieb. Als die Shania natürlich unters Bett gekrochen ist und hat dann rumgezickt, nur weil ich da Wiener angefangen habe zu schminken, da kommt auch ein bisschen Eifersucht dann dabei. Ich war sowieso im Stress. Also in dem Punkt hat sie es dann halt nicht geschätzt, was für eine große Geburtstagsparty die Mami und Papi für sie überhaupt organisiert hat. Was sagst du denn zu der Dekoration? Schön. Schön, ne? Mama gefällt das auch sehr, sehr gut. Es kostet Mama ja auch viel Arbeit, Zeit und vor allen Dingen Geld, ne? Komm mal her. Ja? Und dann ist das nicht nett, wenn man so ist wie Shania. Dann ist das jetzt deine Party und alle Geschenke sind auch deine. Nein, Shania. Ja, aber wenn Shania so blöd ist, dann hat sie Pech gehabt, hä? Möchtest du heute den ganzen Tag Trübsal blasen und möchtest in deinem Zimmer bleiben? Ich will aber eine Party haben, aber... Kommst du bitte mal runter, komm mal hier hin und sprech mit mir von der... Setz dich hin. Jetzt reicht's mir, okay? Es ist nicht lustig, was du machst, Shania. Mama und Papa geben sich so viel Mühe, um dir das alles zu ermöglichen. Andere Kinder wären froh, sie würden sowas bekommen, okay? Ich denke mir mal, ab und zu schätzen sie nicht das, was wir machen. Oder vielleicht machen wir auch was Falsches. Das kann auch durchaus sein. Das werde ich dann später irgendwann mal erfahren. So, Mama geht jetzt raus. Dann hast du genau noch 2 Minuten, dir zu überlegen, ob du diese Party machen möchtest oder nicht.